Weiter mit LX2. Eine coole Waffe haben wir bekommen. Nächster Schritt. Wir wollen unbedingt den einen Lernpunkt, den wir haben, noch investieren ins Hacken. Dass wir bessere Tresore endlich knacken können. Und das kann, das ist die fehlende Fähigkeit beim Handwerk. Das ist irgendwo hier vorne. Hier, Hacken. 25 Intelligenz. Gerissenheit haben wir auch. Kennen wir jemanden, der das macht? Lehrer auf der Karte markieren. Ja, und wo? Direkt um die Ecke. Die Waffenhändlerin. Cool. Rennen wir sofort einmal hin. Klasse. Kroni an unserer Seite. Ach, das war die da hinten, ne? Was, Vivian oder was? Nee, sie ist's. Grüß dich. Grüß dich auch. Na, sie war's schon mal nicht. Was, Vivian, ne? Ich muss noch mal kurz weg. Bring mir was bei. Sicher doch. Einmal hacken, bitte. Kostet einen Lernpunkt 250 Elixit. Das ist ja gar nichts. Und alle Eigenschaften haben wir. Okay, fein. Wir könnten einen Krempel verkaufen, schon mal, den wir nicht mehr brauchen. Ich habe Vorräte für... Was ist das anderes? Ich nehme dir... Nee, das wollen wir im Augenblick. Dosenfleisch können wir ihr schon mal verkaufen. Da fehlt noch was. Okay, ja, toll, sehr witzig. Dann machen wir eine normale Händlerin, verkaufen ihr irgendwas. Zeig mir deine Waren. Aber sicher doch. Verkaufen jetzt mal das, den ganzen Plunder. Den wir eh nicht mehr brauchen. Den wir die ganze Zeit gelootet und eingesammelt haben. Klopapier. Gabeln, Löffeln, Tassen. Eisenbahnen, raue Mengen. Kleine Stofftierchen. Dinos. Uralte Medikits, die man keine mehr andrehen wollen. Plunder. Kippen. Autos. Ventilatoren. Alle Besen bitte weg. So. Na, bei den Servomotoren, wer weiß, ob man die noch für irgendeine Quest kauft. Das machen wir erstmal. Und jetzt will ich gerne mal gucken gehen, so testweise. Ich speichere einmal ab. Es hieß ja immer wieder, dass man die Elixitbeutel aufmachen sollte. Haben mehrere Leute wiederholt gesagt, habe ich auch bei der GameStar im Guide gelesen, dass man die nicht einfach verkauft, sondern öffnet. Dann würde man mehr Elixit bekommen. Wir haben es mehrfach ausprobiert. Und eigentlich haben wir eine andere Erfahrung gemacht. Wir testen das nochmal im Inventar. Wir haben verschiedene von diesen Beuteln hier. Und die sind ja immer, die gibt es ja in verschiedenen Kategorien. Und hier haben wir zum Beispiel die Kategorie 3 oder mittlere Elixitbeutel. Wir haben 4 Stück. Wert 50. Wir haben im Augenblick 6185. Wenn ich den öffne, wenn man die für 50 verkaufen kann, sollte da stehen 6185. Interessant. Jetzt verkaufen wir ihr einen und gucken, ob sich das auch um 50 ändert. Und wenn ja, dann hätte leider die GameStar in ihrem Guide nicht recht gehabt. Wir haben 6185. Ein mittlerer für 50, dann müsste da oben stehen 6235. Ja, 50. Und das ist mir dann ein Rätsel. Wir checken es danach nochmal. 6235, also stimmt anscheinend nicht. Dann können wir auch jetzt alles an sie verkaufen. Geht doch. Na, wer sagt's denn? Ah, nee, wir können auch alles direkt auflösen.
Wenn wir später, wenn wir uns einen Skill holen würden, dass wir bei Händlern Rabatte bekommen, dann würden wir etwas mehr sogar bekommen, wenn wir die ungeöffnet verkaufen. Also genau umgekehrt, wie es die GameStar erklärt hat, wundert mich eigentlich sehr. Das wundert mich deshalb, weil unter dem Artikel ganz viele Leserbriefe waren, online auf der Webseite. Oh Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das scheint bei früheren Teilen von den Piranha-Spielen so gewesen zu sein. Ich erinnere mich auch vage dran, aber ich kann es hier nicht bestätigen bei Elex 2. So, und jetzt sollen wir wieder zurück, da wo wir eben waren, und die Gegend noch ein bisschen weiter erkunden. Das heißt, jetzt beamen wir uns mit unseren neuen Fähigkeiten und der neuen Waffe hierhin und machen da weiter. Und haben auch ein paar, können ab jetzt auch alle Tresore öffnen. Hier war es, also nicht alle, aber bessere. Da vorne war da zum Beispiel einer dran. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Mal gucken, ob wir den jetzt öffnen können. Ja. Und 4 Versuche haben wir. Toi, toi, toi. Das sind die Ziffern, die möglich sind. Das ist die größte Zahl. Das ist die größte Zahl. Das sind 2 kleinere. 7. Probieren wir die 3-mal aus. Geht doch. Wie wahrscheinlich war das? Sind Mathematiker unter euch? Wie wahrscheinlich war das, Leute? Also ich hoffe, das klippt mal einer. Das glaubt uns kein Schwein. Wie wahrscheinlich war das? Ist ein Mathematiker da? Irgendjemand, der Stochastik kann? Wahrscheinlichkeitsrechnung. 4 Ziffern, 7 zur Auswahl, 4-stelliger Code. Wie wahrscheinlich war das gerade, Leute? Ich falle vom Stuhl. Bitte, bitte mal klippen, im Ernst. Wie wahrscheinlich war das? Ich hätte heute Lotto spielen sollen. Wie wahrscheinlich war das, Leute? Wir darf keine Bankkarte in jeden Fall. Leute, im Ernst. Ich kann nicht mehr. Wie wahrscheinlich war das? Kann einer von euch, Marcel ist da im Chat. Marcel, hörst du vielleicht, falls du gerade mithörst oder auf Discord mit dabei bist, kannst du uns das auflösen? Wie wahrscheinlich war das, Leute? Im Ernst, kann es mal jemand ausrechnen? Ich kenne mich damit nicht mehr aus. Marcel rechnet es aus, danke dir. Nebelherz meint 1 zu 2401. Also, es ist doch... Das ist doch unfassbar. Das ist doch völlig unglaublich. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfassbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also. Wir beschädigter Erlöser. Was denn das? Megawaffe hier. Großer Elex-Trank und viele andere Geschichten. Wir nehmen alles mit. Einmal abspeichern, schnell. Das ist doch unglaublich. Jetzt rennen wir wieder rüber. Alles mitnehmen, was man an XP hat. Blümchen pflanzen. Danke für den Clip an Marcel. So, und jetzt war hier entweder noch eine Truhe. Achso, wir machen erstmal auf der Karte das hier oben weg. Und war da oben ein Tresor oder eine Truhe? Ich bin nicht gut genug. Und das ist dann wieder, das holt uns dann wieder auf den Teppich. Da haben wir noch nicht die nötige Tresorfähigkeit für.
So, und dann wollten wir da oben hoch. Oh Gott, wie machen wir das denn? Erstmal ein paar Ratten skillen. Gott, ist sie da runtergefallen? Ich will erstmal bei den XP. Und wir wollten hier oben hoch. Was war nochmal der Weg, wie man da am besten raufkommt? Übers Dach vermutlich, oder? Ja. Kann das klappen? Eieieiei. Kommen wir da oben hin? Ich versuch's mal, aber mit vorher abspeichern. Boah, das war aber eine knappe Geschichte. Haben wir aber geschafft. Wir hätten auch einen Tod uns stürzen können. Ja, sehr spannend. Cool, mit Treppen weiter. Was ist das denn hier? Sehr interessant. Boah, was für eine Aussicht, Leute. Wow. N gleich 10 hoch 3, meint Matze. Hideyoshi meint 7 hoch 4. 2400 unter 1. 1 ging zu 2400 unter 1, meint Hideyoshi. Cooler Ausblick hier. Interessant, was hier wohl ist. Wo kommt man da hin? Kommt man hier nochmal hoch, ja? Zweiter Versuch. Darüber springen. Erstmal da oben hoch. Der einfache Weg wäre wahrscheinlich von hier den Klippen runter, wenn es hier ein Weg hoch wäre, hier zum Beispiel. Dass man hier einfach runterspringt. Boah, es ist gefährlich hoch hier. Was verbirgt sich hier? Vielleicht hier auch gar nichts. Da kommt man nicht rein. Boah, wie schön man hier rumklettern kann. Wir haben noch nichts gefunden. Nichts, niente, zero, null, aus und gar nichts. Nee, ein paar Ziffern waren eben nicht mit dabei. Ich glaube, ein oder zwei waren nicht dabei bei der Auswahl, ne? Kein Aufzug. Wie hoch geht das noch auf? Was erwartet uns ganz oben? Boah, ist das spannend. Sehr spannend.
geht's noch weiter hoch. Also je weiter es hochgeht, desto gruseliger wird man das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts ist. Da muss ja irgendwas sein. Entweder eine phänomenale Belohnung oder eine großartige Gefahr. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Kommt man dann noch weiter hoch? Das war aber knapp. Oh. Wo sind wir hier? Oh Mann. Alle, die nicht schwindelfrei sind, bitte außen vorbei. Kroni, analysier mal die Umgebung. Wird im Chat gewünscht. Kann er gar nicht. Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Hier gibt's nichts, keine Belohnung, kein Loot, nichts. Ich bin auf dem Dach der Welt und hier ist nichts. Gar nichts, außer der epischsten Aussicht ever. Okay, es ist eine unfassbare Aussicht, aber hier ist echt auf dem ganzen Teil nichts, absolut nichts, was man looten kann. Wir können gucken, ob wir hier nach oben rauf können. Aber der Kartenrand ist oft mit Strahlen besetzt oder sowas. Vielleicht ist das auch der einzige Weg, der rauf führt. Wobei das nicht danach aussieht hier, aber könnte sein. Sollen wir versuchen, ins Gebirge von hier vorzustoßen? Aber das hier, das gesamte... Boah, ist hier steil. Dass das gesamte Gebäude hier lootfrei ist... Scheiße. Das hat ganz knapp geklappt. Mann, wo sind wir hier? Hier ist keine Quest weit und breit. Nein, nein. Also keine, die wir bislang kennengelernt hätten. Oh, wo sind wir hier? Wo sind wir hingekommen? Ist auch schwer, hier durchzukommen. Wir müssen auch sagen, unser Rucksack ist natürlich... Wir sind früh im Spiel noch. Schaut mal, wo wir sind. Wir sind gerade mal Level 16. Weit über 50 kann man bekommen hier. Und da ist natürlich hier... In unserer Fähigkeit haben wir noch nicht so viele Treibstofftanks integriert. Wo sind wir hier? Total spannend. Achtung, hier ist Strahlung. Schaut mal hier. Damit grenzen die über den Kartenrand ab. Ab hier hört die Welt auf.
Hier kann man also so grenzen ihre Karten ein. Ab hier ist alles giftig. Da können wir ein Stück reinrennen, aber nicht mehr raus. Da sterben wir, alles verstrahlt. Wir wissen nur, so sieht das Ende der Welt aus. Na, hier ist Kartenende. Hier drumherum. Vielleicht irgendwann mal mit Super Deluxe Schutzanzug und 1000 Geschichten. No Spoiler im Chat, ne? Wir rennen mal am Rand. Jetzt geht die Vergiftung wieder zurück. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir hier irgendwas looten. Das ist einfach Kartenende nur. Aber die Aussicht, Leute. Die Aussicht. Wir können über die gesamte Karte von hier gucken. Wir sehen alles. Das ist der Blick über die gesamte Spielkarte hier. Bis zur Ruinenstadt im Osten. Bis dahin, bis zum Rand des Kessels hier. Unfassbar toller Ausblick. Mich gar nicht satt dran sehen. Da hinten ist sogar der Leuchtturm. Wahnsinn. Also die Position speichere ich mir einmal ab. Hier will ich jederzeit mal zurückkommen. Wir haben ja schon einiges auf uns genommen, dass wir mal hier hingekommen sind. Stürzen wir uns wieder runter. Lassen wir mal den Kartenrand noch ein Stückchen weiter rennen. Ja, hier ist wieder Ende, muss man aufpassen. Das macht keinen Sinn hier. Ist wieder alles voller Gift. Ab hier nicht mehr. Wir müssen wieder runter. Wir kommen ja nicht weiter. Ja, das hat so Spaß gemacht. Wahnsinn. Ich glaube, so tief habe ich mich ja noch nirgendwo runtergestürzt. Was war nochmal die Aufgabe, die wir für den Kleriker machen sollten? Ach so, wir sollten rüberrennen zu den Outlaws. Ach man. Was für eine schöne Welt und was für eine schöne Karte.